Heute gibt's einen Ausflug ins Meer, ans Schwäbische. Unsere Auffahrt ist ein bisschen länger. Da dafür aber mit dem Rad. Und wir starten in Oderbach. Los geht's im Morgengrauen. Hinter uns das Tal der Liebe, vor uns der Weg über die Alp. Treff in Eislingen mit Brezel und Kaffee. Muni, Thorsten, Ratsch, Christian, Carlo und Michael. Heute mal Alp extrem privat, mit Kumpels. Die Sonne geht auf und bleibt der ganze Tag. Der Ratsch kennt den Weg bestens. Zumindest die ersten 100 Kilometer. Hinter Gammelshausen geht das erste Mal auf. Eine kurze Abfahrt, dann durchs Vilstal und auf die Alp. Die Vilstalbrücke in Betrieb, aber immer noch am Bauen. Der Alp-Extremstreckenteiler in Wiesesteig. Der höchste Punkt unserer Route ist bei Westerheim erreicht. Ganz friedlich radelt sich's über den ehemaligen Truppenübungsplatz nach Münsingen. Unser Weg geht durch urschwäbische Landschaft. Gärtner sind der Hannah Schaf. Wir tanken ein bisschen Energie und rasten ein wenig. Der nächste Abschnitt führt durchs große Laudertal nach Zwiefalde. Dann rollt es echt prächtig. Ihr wollt jetzt sagen, guckt euch auch die schöne Landschaft an. Das Münster ist weit sichtbar. Da ist auch unsere Verpflegungsstelle. Bei Riedlingen fahren wir über Donau. Strecke mal Richtung Süden. Wir kommen gut vorwärts, bloß sind wir auf dem richtigen Weg. Kleiner Gravel-Einlag, dann wird die gefühlte Streckenkenntnis durch eine App ersetzt. In Bad Solgau stoppt unser Eiskaffee.
gut erfrischt, erwartet uns die letzte Etappe mit vielen Feldwegen. Hinter jedem Buckel soll doch der Bodensee kommen. Hopfen, auch okay. Und in der Ferne ein Zeppelin. Die ohne Navi fahren immer schön voraus. Die Euskircher Brücke sehen wir deshalb zweimal. Jetzt umkehren. An dieser Kreuzung scharf links. Endlich in Langenhagen. Durch den Yachthafen zum Ziel. Unser Anlegeplatz ist erreicht. Schön war's.